Und ist euch das auch aufgefallen, gell? Jetzt reden ja alle wieder über das Tempolimit, wir brauchen ein Tempolimit, aber ist euch nicht auch schon aufgefallen, dass die Leute jetzt sowieso mit den ganzen Spritpreisen komplett langsam fahren? Ha? Es traut sich doch gar nicht. Nein, ich drück nicht drauf. Nein, 80 lang. 80. 80 auf der Autobahn. Und das sind noch nicht die langsamsten. Ja, das sind ja, also wenn ich schon mal auf der Autobahn, wenn ich so hinten drauf fahre und denke mir, ah, was hängt denn da am Rückspiegel, wenn schon mal der Rosenkranz baumelt, denke ich, ah! Die erschreckt nichts mehr da. Und das sind nun immer noch nicht die Allerschlimmsten. Ne, da kommen ja noch die Wohnwagenfahrer. Jetzt ist ja der Deutsche ist ja jetzt wieder mit dem Wohnwagen unterwegs. Ja. Dahin. Hey, mit dem Wohnwagen. Die Holländer lachen sich verreckt. Jetzt fangen die Deppen auch damit an. Ja. Das sind ja die, ne, wir haben ein Zuhause auf 4 Räder. Ha? Wir haben, deswegen blinken die nicht. Unser Haus hat ein Haus an Blinker? Nein. Von einfach raus, einfach so raus. Gell? Aber es sind noch nicht die Schlimmsten. Die Schlimmsten sind ja die Fahranfänger. Also die werden ja auch immer schlimmer. Gell? Machen die Führerschein, danach können die erst recht kein Auto fahren irgendwie. Gell? Dann hocken die fest auf der Autobahn und denken, wer fährt denn da mit 65? Dann überholst du, hockt meistens eine Fahranfängerin drin, so. Fahr ich aber heute wieder schnell. Mit 65. Auf der Autobahn. Und die hockt drin. Hui, hui. Hoffentlich kommt bei der Geschwindigkeit mein Schutzengel überhaupt hinten nach. Der Schutzengel, der steht schon 3 Ausfahrten weiter und wartet.